Ziel. Ja, leicht und locker ist sich das heute ausgegangen für Lindsey Vonn. Vorsprung über 8 Zehntel. Gratulation zu einer wirklich fantastischen Fahrt. Da war da auch ein bisschen der Ärger der letzten beiden Tage dabei, wo sie sich nur so knapp geschlagen geben haben müssen. Ja, also heute habe ich probiert, ein bisschen Revanche zu haben. Gestern habe ich das auch probiert, mit dieser Fehler war ich glücklich, zweiter Platz zu machen. Und heute habe ich einen sauberen Lauf gehabt, aggressiv gefahren und bin ich sehr, sehr froh mit diesem Sieg heute. Der Zauberlauf. Man hört jetzt auch, sie klingen auch schon wieder ein bisschen klarer. Sie waren stark verkühlt in den letzten Tagen. Ist das auch ein Grund gewesen, dass ihnen jetzt besser geht, dass es heute so gut funktioniert hat? Ja, also es war, ich glaube, mehr als von mich im Kopf, dass ich habe mehr Selbstvertrauen von Training her und ich habe das in der Rennen mitgebracht und auch von mental her war ich mehr aggressiver und das war also nicht mit der Schnee, sonst mit meinem Gefühl und habe ich alles vom Herzen gegeben heute. Das hat sich ausgezahlt. Wenn Sie gestern und vorgestern waren Sie unten heraus extrem schnell, da haben Sie immer oben ein bisschen Zeit verloren. Heute war es eine perfekte Fahrt von ganz oben bis ganz unten. Ja, es war nicht perfekt. Man kann immer ich kann immer mich verbessern. Mein Deutsch ist nicht ganz gut heute. Aber ja, es war, ich habe einen kleinen Fehler gemacht in dieser Fischnetzkurve. Von da bis hinunten habe ich gut gefahren. Herzlichen Dank. Lindsey Vonn strahlt wieder, freut uns natürlich auch und geht zuversichtlich in die nächsten Rennen. Bei uns geht es gleich weiter.